Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Webinar Klimaneutrales Unternehmen, Klimaschutz mit Wachstum und Gewinn für alle. Schön, dass Sie sich für dieses tolle Thema eine Stunde Zeit nehmen. Ich habe dieser Tage in der zurückliegenden Woche ein wirklich interessantes Interview mit einer Angstforscherin im Deutschlandfunk gehört. Die sagte, dass viele Menschen derzeit deswegen auch so schlecht gelaunt sind und die Stimmung insgesamt so schlecht ist, weil man so das Gefühl hat und weil die Menschen so das Gefühl haben, und ich finde, das konnte man so gut nachvollziehen, dass man so von einer Katastrophe in die andere taumelt. Jetzt hatten wir im Februar so das Gefühl, Corona haben wir gerade so überwunden, da kommt dieser schreckliche Krieg in der Ukraine noch dazu. Und dann sagte diese Angstforscherin, und das klang fast so ein bisschen nebenbei, dann gibt es da ja auch noch die Klimakrise. Und ich fand, ja, genau, da war doch was, Klimakrise. Das ist so ein bisschen, finde ich, ein bisschen nicht in Vergessenheit geraten, nicht, aber es ist so ein bisschen nach unten gerutscht angesichts dieser schrecklichen Ereignisse, vor allem auch in der Ukraine, die wir derzeit erleben. Keiner hat mehr so richtig über das Klima und das Klimaproblem gesprochen. Dabei ist gerade dieses Thema Klima ja sowas wie, ja, ich würde es vielleicht nennen, Generationenkrise, Weltkrise vielleicht sogar, aber alle etwas, was uns alle auf dieser ganzen Welt angeht. Und deswegen ist es gut und finde ich es gut, dass wir uns in diesem Webinar heute mit diesem Thema wieder mal ein bisschen mehr befassen und wir uns darüber unterhalten, wo wir bei diesem Thema klimaneutrale Unternehmen und wie kommt man dahin und wie ist der Weg dahin, wo stehen wir da eigentlich? Kleine Bestandsaufnahme vielleicht dazu. Pläne, wie man dahin kommt und dass alle so klimaneutral werden wollen, die gibt es ja schließlich viele, aber es ist ja spannend mal zu sehen, wie viel Machbarkeit ist da eigentlich dabei und wie viel Umsetzung steckt wirklich in diesen Themen. Für alle die, die vielleicht zum ersten Mal bei diesem Art von Webinar sind, es wird gleich drei Impulse geben von drei tollen Gesprächspartnern, die wir zu diesem Thema eingeladen haben und die von so ganz unterschiedlichen Seiten auf dieses Thema blicken. Und dann diskutieren wir darüber und es geht, und deswegen kann ich nur immer wieder sagen, das ist auch Ihre Veranstaltung, geht es um Ihre Fragen. Stellen Sie Ihre Fragen, ich sehe das hier auf meinem Screen. Sie können über diesen F&A-Button Ihre Fragen stellen, die ploppen dann bei mir auf und dann versuche ich, diese Fragen auch an unsere Diskutanten zu stellen. Mein Name ist Inge Schönauer. Ich bin Ressortleiterin Finanzen bei der FAZ. Und jetzt hören wir die drei Impulse. Zuerst von Alexander Holst. Er ist Managing Director Sustainability Strategy und Services Lead bei der Unternehmensberatung Accenture. Danach von Anina Nakladal. Sie ist Global Director of Sustainability beim Softwareunternehmen Celonis. Und Christopher Münkes-Winsen, er ist Head of Sustainable Beet Growing, das erklärt er bestimmt nachher auch nochmal, bei Nordzucker. Herr Holst, the floor is yours, wie man so schön sagt. Dankeschön, Frau Schönauer. Und einen wunderschönen guten Nachmittag aus dem sonnigen Berlin. Die Stimmung ist jedenfalls hier gut, weil die Sonne scheint. Und das erhält sozusagen ja nicht nur unsere Seele, sondern auch den Geist. Und ich hoffe, dass Sie an dem Bildschirm auch ein gutes Wetter haben. Ich würde gerne kurz erläutern, was ich beobachte am Markt, wenn wir unseren Firmen, unseren Kunden helfen, aber auch uns selbst helfen, als Accenture natürlich, ein klimaneutrales oder auch ein Net-Zero-Unternehmen zu werden. Und vielleicht fange ich dabei an, nochmal ganz kurz darüber zu sprechen, was denn jetzt eigentlich ein klimaneutrales Unternehmen? Hier steht ja auch klimaneutral. Der Begriff an sich ist ja nicht wirklich definiert, geschützt, man findet eben im Duden jetzt sozusagen nicht wirklich, sondern manche Firmen meinen damit, wenn sie sagen klimaneutral, die Emissionen, die ich in meinem Betrieb verantworten kann, also die direkten Emissionen und die indirekten kontrollierten Emissionen, sogenannte Scope 1 und 2, die sind irgendwie, wenn die auf Null sind, dann bin ich klimaneutral. Dagegen steht aber eine andere Definition, die von einer wesentlichen Organisation namens Science-Based Target geprägt wird. Und die spricht über Net Zero
Und die bezieht eben auch die Emissionen mit ein, die bei ihren Vorlieferanten gemacht wird. Für Accenture zum Beispiel, wir haben knapp so 1,2, 1,3 Millionen Tonnen CO2. Das ist jetzt nicht wenig, aber ist auch nicht die Welt. Ne? Nach Vergleich zu einem großen Chemieunternehmen oder einem Automobilzulieferer, der sehr Stahl- oder plastikintensive Produkte produziert, ist das eher gering. Und wir haben uns 2018 ein Science-Based Target gegeben und das auch approved bekommen, waren damit relativ weit vorne sozusagen bei einem Dienstleister im Kontext und haben uns rangerobbt, um hier jetzt entsprechende Emissionen zu reduzieren. Und wenn ich mit unseren Kunden arbeite, dann stellen sich hier die eigentlich Fragen, warum sollte man das tun, was macht man genau und wie macht man das? Also ganz klassische Fragen auch im Rahmen einer Nachhaltigkeits- oder Unternehmensstrategie grundsätzlich. Bei dem Warum, da gibt es eben die Firmen, die sagen, ich möchte Klimaemissionen reduzieren, weil der Investor auf mich schaut und entsprechend vielleicht auch bei der Finanzierung entsprechende Vorteile bekommen. Dann sind die Vorteile der Finanzierung bei Niedrigzinsen eher, wenn man es mal quantifiziert, ein bisschen spartanisch, aber vielleicht steigt das ja auch bald. Dann gibt es Firmen, die sagen, meine Kunden achten da drauf. Und das sind eben nicht nur der Klassiker B2C-Kunde, der tendenziell überschätzt wird bei dieser Entscheidung, sondern B2B. Und hier vor allem die Automobilindustrie, die aufgrund der kommenden Regulierung ein wirkliches Interesse daran hat, CO2 zu reduzieren, zu managen, weil dort über die Regulierung CO2 eben einen echten Preis bekommt, einen echten Wert. Und die Zulieferfirmen natürlich dann auch entsprechend vielleicht sich differenzieren können, einen Wettbewerbsvorteil bekommen, wenn sie Produkte anbieten, die ähnliche technische Leistung haben, aber geringeren CO2-Fußabdruck. Dann gibt es noch der Mitarbeiter, der vielleicht ein Grund ist, das zu tun, weil man im War for Talent hier eine gewisse Positionierung erreichen möchte. Kunde, der Investor, die Mitarbeiter sind wichtige Punkte und natürlich auch der Regulierer letztendlich, der sagt, bitte mach das, sonst verlierst du deine License to Operate. Dieses Warum sollte man sich sehr gut überlegen. Man soll sich überlegen, weil man dann auch das die entsprechende Programm entsprechend fährt, warum man dieses Thema angeht. Man kann natürlich auch das ganz frei von einem Business Case angehen und eher intrinsisch, normativ das angehen, sagen, ich möchte das machen, weil ich weiß, das ist das Richtige. Jetzt und hier und vielleicht ist es auch Ihr und eigenes Unternehmen und Sie möchten hier Verantwortung übernehmen, jenseits von einem Business Case, jenseits von einer Vorschrift, die Ihnen sagt, was Sie machen wollen. Das sind die zwei, glaube ich, grundsätzlichen Motivationen, warum man sich dem Thema nähert und man sollte sich das gut durchdenken, einmal warum. Beim nächsten, der zweite Punkt ist das Was. Was mache ich denn jetzt? Jetzt sind wir in Deutschland relativ weit bei diesem Thema. Viele Firmen haben sich in den vergangenen Jahren um ihre direkten Emissionen gekümmert, sogenannte Scope 1 und Scope 2 Emissionen. Viele Firmen haben schon Grünstrom entsprechend eingekauft oder sogar Investitionen getätigt in Windanlagen, Parks etc. Diese Low-Hanging-Fruits sind sozusagen in den vergangenen 10 Jahren eigentlich geerntet worden und viele Firmen, vielen Branchen sind hier schon klimaneutral oder CO2-neutral und sagen das dann manchmal auch, wir sind ein klimaneutrales Unternehmen. Das ist im heutigen Kontext eigentlich eher gefährlich. Und es gab auch schon einige Firmen, die hier auch einen Shitstorm bekommen haben, wenn sie sich als klimaneutrales Unternehmen benennen, aber in Wirklichkeit sich nur auf die Scope 1 und Scope 2 Emissionen reduzieren. Weil leider in den meisten Industrien sind die Scope 3 Emissionen dann doch der größere Anteil in der gesamten CO2-Fußabdrucks. Nun kann man sich dann auch dem Thema Scope 3 widmen, beim Thema was. Und das Scope-3-Thema, also die Vorprodukte, die Produkte, die man einkauft, sei es, wenn sich ein Automobilunternehmen Stahlteile einkauft oder sei es, wenn man Flugreisen macht im Rahmen der Dienstreisen, dann kann man sich hier Gedanken machen über ein neues Produktdesign. Da kann man auch Elemente von Kreislaufwirtschaft mit integrieren. Sehr, sehr spannend, weil natürlich auch der End-of-Life eines Produktes einen nicht unwesentlichen Anteil einer gesamten CO2-Bilanz über deinen Produktlebenszyklus ausmacht. Und man kann überlegen, wie man mit den Lieferanten gemeinsam arbeitet, um Ideen zu finden, jenseits von dem klassischen
lieber Lieferant, hier ist die Spezifikation, bitte reduziere die Kosten, sondern wie kann man hier eine Partnerschaft erreichen, damit die Lieferanten auch, sei es durch die veränderte Produktspezifikation oder sei es vielleicht durch die Teilhabe an erneuerbaren Energienkapazitäten, CO2 emittieren. Und das sollte Sie als Firma Ihre Scope-3-Reduktion erfolgen. Und die Scope-3-Reduktion ist die eigentliche Herausforderung in den kommenden Jahren, um 2030 Net-Zero-Ziele zu erreichen. Wenn Sie heute der Science-Based-Target-Initiative beitreten, oder dann ist das die große Herausforderung. Bei Scope 1 und 2 sind die meisten Unternehmen schon sehr weit. Da liegt das, gibt es auch viele weitere Möglichkeiten, aber Scope 3 ist ein durchaus schwieriger. Wenn ich dann, gibt es noch den letzten Punkt beim Thema was, das nennt sich auch Scope 4. Ist jetzt nicht offiziell in dem Sinne, aber es ist der Gedanke, gerade auch für Firmen, die Produkte herstellen, die dann bei den Kunden oder bei den Kunden der Kunden entsprechende Wirkung entfalten, dort Emissionen reduzieren. Zum Beispiel Telekommunikationsunternehmen. Und wir selber haben zum Beispiel für die Swisscom, das ist öffentlich, ein Klimaziel definiert, wo die Swisscom, die Schweizer Telekommunikationsfirma, 1 Million Tonnen CO2 in der Schweiz für ihre Kunden reduzieren möchte durch ihre Produkte. Und das ist in der Schweiz gar nicht so einfach, wie wir ja wissen, weil dort der Strom aus den Bergen kommt und tendenziell CO2-frei schon ist, anders als bei uns, wo Stromreduktion auch in allermeisten Fällen eine CO2-Reduktion bedeutet. Das ist in einigen Ländern wie in Frankreich oder wie in der Schweiz eigentlich nicht der Fall. Das sind die 4 Scopes mit natürlich der Schwerpunkt 1, 2, 3 beim Thema was. Jetzt beim Thema wie. Beim Thema wie, glaube ich, ist es erstmal natürlich wichtig, dass man sich Ziele setzt, dass man diese Ziele sich sehr gut auch berechnet. Wir reden dann darüber gerne eine CAPEX, OPEX und eine Carbon Impact Kalkulation einmal macht, so bis 2030. Wie viel CO2 kann ich reduzieren? Was ist da der Investitionsbedarf, CAPEX? Was ist die Auswirkung auf meine laufenden Kosten, OPEX? Dass man das mit Daten natürlich anreichert. Die Datenlage ist bei vielen Firmen bescheiden. Man steht am Anfang. Man hat nicht das zentrale Register. Man braucht das auch nicht auf Knopfdruck in Echtzeit. Das ist wiederum übertrieben. Ja? Aber man muss schon deutlich besser an Zahlen rankommen, an echten Daten und nicht nur geschätzten Daten aus Datenbanken, wo man auch nicht so genau weiß, wo die jetzt herkommen. Das ist eine der großen Aufgaben der nächsten Jahre. Und dabei kann natürlich die Digitalisierung helfen, hier eine gewisse Erleichterung, auch kostenreduziertere Datenerfassung zu bekommen. Und man muss mit Innovationsgedanken rangehen, denn Sie werden eine Lücke haben bis 2030. Wenn Sie einmal ein schönes Wasserfalldiagramm entwerfen, dann wird es irgendwo wahrscheinlich eine Lücke geben. Und diese Lücke zu schließen, da kann Gottvertrauen helfen, aber Innovationskraft ist meistens besser. Und das ist beim Thema wie, also Digitalisierung und Innovation sind zwei ganz fundamentale Hebel, um hier weiter die CO2-Emission zu machen. Und lassen Sie mich zum Schluss meines Impulses noch neben dem Warum, Was und Wie nochmal 4 grundsätzliche Erfahrungen teilen, ganz kurz nur. Erstens, achten Sie auf Green Wishing. Nicht Greenwashing, sondern Green Wishing. Das heißt, Sie setzen Ziele, wo Sie eigentlich schon wissen, dass Sie sie kaum erreichen können und dann in x Jahren die einkassieren müssen. Zweitens, das Management von Scope 3 ist echt anders als das Management von Scope 1, 2. Wenn Sie erfolgreich waren im Managen von Scope 1 und 2 durch Ihre Energiemanagementabteilung, dann haben Sie einen tollen Job gemacht. Aber das Management von Scope 3 ist anders, viel unsicherer, mit Partnern, viel langfristiger. Sie können sie weniger kontrollieren. Es ist einfach anders. Und das muss man berücksichtigen, weil das Problem für die Firmen ist, Scope 3 unterzukriegen. Und das ist ein anderes Problem als in LED-Lichtanlagen in ihren Fabriken zu installieren. Dann nicht nur Mitigation ist wichtig. Die Reduktion von Emissionen ist gut und wichtig. Und ja, wir können auch noch ein bisschen mehr machen, aber das reicht nicht. Wir müssen die Adaption in den Kontext packen, gerade für globale Firmen. Wir müssen auch Offsetting und Insetting thematisieren. Sie müssen jetzt die Vorbereitung machen mit Partnerschaften, mit Firmen, die Angebote machen, dass sie 2025, 2028, wenn alle Preise nach oben gehen werden, wir haben das mal analysiert, wie die Preisbildung der Offsets sein wird in den nächsten 10 Jahren und sehen einen klaren Peak kommen. Das müssen Sie heute vorbereiten, damit Sie eine Partnerschaft haben, überhaupt einen Zugang zu diesen
knappen Ressourcen zu haben, Stichwort Holzknappheit. Und der letzte Punkt, den Business Case. Es macht schon Sinn, hier eben dieses Modell zu entwickeln, ein Modell für sich zu haben. Wo ist denn eigentlich, was kostet die Reduktion an CO2? Also die klassischen CO2-Vermeidungskosten. Was zahle ich hier, 10 Euro die Tonne oder zahle ich 100 Euro die Tonne? Und ich habe ein Unternehmen kennengelernt, dort hat anscheinend der Preis oder die Kosten keine, hat keine Bedeutung gehabt. Ich habe da mal höflich nachgefragt, was kostet das eigentlich, wie viel CO2 bringt das eigentlich? Und dann waren das CO2-Vermeidungskosten von 800 Euro die Tonne. Und das ist pure Geldverschwendung, um es mal ganz salopp zu sagen. Und da glaube ich, als wirtschaftlich denkender Mensch sollte man die Business Case, die Wirtschaftlichkeit im Blick haben. Eben, wie kann man mit dem einen Euro die größtmögliche CO2-Reduktion erzielen? Und da ist, glaube ich, viel mehr möglich, als viele das denken. Und dazu würden wir Sie gerne heute ermutigen. Und dann zurück an Frau Schönauer. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Holz. Das ist ja Stärke von Unternehmensberatern, gleich schon mal strukturiert, auch so einen Plan vorzugeben, wie man da vorgeht. Das werden wir gleich noch ein bisschen mit Leben füllen. Hat ja fast schon so ein bisschen journalistische Fragen, die wir auch immer beantworten müssen. Warum, was und wie? Also ganz, ganz wichtig. Ich hätte noch eine Nachfrage gerade bei diesem Thema, warum. Das ist ja spannend. Sie haben das ja schön ausgeführt. Da gibt es vielleicht Investoren, die Druck aufbauen, die Mitarbeiter vielleicht auch, gerade bei der Mitarbeitergewinnung wird es immer wichtiger. Mich würde mal interessieren, so diese Entwicklungen in den letzten Wochen und Monaten. Sie haben auch die Zinswende schon angesprochen, dass ja Finanzierung möglicherweise, wenn das billige Geld jetzt, die Zeit des billigen Geldes vorbei ist, dass das auch der Druck da steigt. Merken Sie das, dass über die letzten Monate dieser Druck weiter gestiegen ist? Oder würden Sie sagen, das kommt auch ein bisschen auf die Branche natürlich an, vielleicht ein bisschen aufs Unternehmen, also je nachdem, von welcher Seite der Druck auch kommt. Manchmal sind es vielleicht vor allem die Investoren, manchmal sind es vielleicht vor allem die Mitarbeiter. Das würde mich mal so interessieren. Kann man das irgendwie so ein bisschen einteilen? Ja, also das ist genau, was Sie sagen. Woher der Druck kommt, bestimmt eben auch, wie stark der Druck ist und die Dringlichkeit des Drucks. Und aus meiner Sicht ist Regulierung in Kombination mit dem Investorendruck der stärkste Druck. Investoren reagieren auf Regulierungsveränderungen oder sie antizipieren Regulierungsveränderungen, sie antizipieren auch Preisveränderungen auf der Demand- und Supply-Seite weltweit Commodity-Preisveränderungen und bringen das eben, der große Begriff der Stranded Assets, kennen wir alle, das wollen Investoren vermeiden und geben dann entsprechend Impulse bei den Industrien und die anderen Branchen, es gibt Branchen, die gar nicht betroffen sind, sozusagen, wo man was machen könnte. Mhm. Und wenn man was macht, schön, gut. Mhm. Aber das meinte ich eben auch mit intrinsischer Motivation. Mhm. Wenn man vielleicht auch die Freiheit hat, als Unternehmer einfach sagen zu müssen, das ist jetzt richtig und das mache ich jetzt. Mhm. Das bringt mich vielleicht noch zum einen Punkt. Ich habe ein tolles Projekt gerade mit einem Unternehmen und dort ist das Wort gefallen, was ich wirklich toll finde, gerade auch für Vorstände, die eben nicht Unternehmer im engeren Sinne sind, weil sie ja nicht das Unternehmen am Eigentum haben. Dort wurde gesagt, wir müssen jetzt mal was machen, wir müssen hier ins Risiko gehen, mhm. Wir müssen auch Unternehmer sein. Ja, und das, glaube ich, ist wichtig. Die Vergangenheit der letzten 20 Jahre war ja oft, wenn ich gezogen werde als Unternehmen aufgrund von Regulierung, aufgrund von der Kunde kauft die teuren CO2-freien Produkte, aufgrund von irgendwas anderem, dann mache ich das auch. Ja? Und ja, ich erhöhe die Transparenz und dadurch befähige meine Kunden, auch bessere Entscheidungen zu treffen. Ich hoffe also, dass der Kunde aufgrund meiner Transparenzleistung dann doch zu dem nachhaltigeren Produkt sich entscheidet. Aber all das war richtig und wichtig, dauert aber zu lange. Und da brauchen wir wieder mehr Unternehmertum, mehr Risikoappetit. Und das in schwierigen Zeiten. Mhm. Aber de facto ist das nötig. Ja. Das kann man nur durch Intelligenz am Anfang ansatzweise kompensieren, mal am Anfang tief durchdenken und dann schnell lernen. Machen, 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 machen. Und das Schnelle, die Fehler, die man dann macht, sofort zurückspulen. Es gibt keine Blaupause, die gilt für 5 Jahre. Das Thema schlaues Denken am Anfang, tiefes Denken am Anfang mit dann ganz schnell machen und lernen. Schlaues Denken am Anfang, Frau Nackladal. Ich finde, bei Ihnen ist ja interessant, Zelonis einerseits ein Softwareunternehmen, das
nehmen dabei unterstützt bei dem, bei ihrer Arbeit und sicher auch eben bei diesem Thema und selber ein Unternehmen sein, was ja auch eine Verantwortung hat und das ja genauso von diesem Druck betroffen ist, von dem Herr Holz gerade gesprochen hat. Insofern bin ich gespannt auf Ihren Impuls. Bitte. Vielen Dank. Und Herr Holz, ich freue mich eigentlich sehr, weil ich perfekt auf Ihre Schilderung gleich aufbauen werde und tatsächlich auch eine Grafik dabei habe, die sehr, sehr gut untermauert, wie Sie es gerade beschrieben haben. Also ich hoffe, es gibt jetzt eine gute Linie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Janina Nackladal, ich bin Global Director of Sustainability bei Zelonis. Zelonis ist ein Softwareunternehmen, das Prozessoptimierung für Firmen weltweit vorantreibt. Wir arbeiten vorwiegend mit den ganz großen Unternehmen, den börsennotierten und den industrieführenden Unternehmen zusammen. Das heißt Unternehmen, die grundsätzlich von Komplexität geprägt sind, die davon geprägt sind, dass es viele Daten gibt, viele Prozesse, viele verschiedene Abläufe und auch große Ziele. Und das Produkt von Zelonis nennt sich Execution Management System, baut quasi auf den Prozessen eines Unternehmens auf, analysiert die Daten, die vorhanden sind und sorgt dafür, dass Abläufe in den Unternehmen effizienter, schneller, angenehmer und besser durchgeführt werden und Unternehmen damit ihre Ziele besser erreichen. Als Unternehmen selbst haben wir mittlerweile knapp 2600 Mitarbeitenden, gehören nach wie vor zu den schnellst wachsenden Unternehmen in Deutschland. Von dem her fand ich auch das Thema sehr, sehr spannend heute, wie man nämlich Klimaschutz mit Wachstum in Einklang bringen kann. Das ist meine Aufgabe bei uns, herauszufinden, wie wir diesen Hypergrowth, wie wir ihn bezeichnen, auch intern in Klimaschutz umwandeln können. Wir haben als einen unserer Kernwerte Earth is our future, also Nachhaltigkeit mit verankert und stehen vor der großen Herausforderung, wie setzen wir unsere Strategie und unsere Ziele um und bringen die in Aktion, sehen das aber auch bei unseren Kunden. Und ich teile quasi meinen kurzen Impuls auch in diese beiden Teile und zeige einmal, wie wir das Ganze intern machen, wie wir quasi nachhaltig unser Unternehmen steuern auf Basis der Science-Based Targets, die Herr Holz schon beschrieben hat und wie das damit auch für andere Unternehmen aussehen kann und zeige dann nochmal, wie wir das auch bei uns in den Produkten und vor allem in den Prozessen unserer Kundinnen und Kunden sehen. Um so ein bisschen dem Ganzen ein Bild zu geben zu dem, was Herr Holz beschrieben hat, für die meisten Unternehmen beginnt nach der ersten Sammlung von CO2-Daten, nach einem ersten Baselining und einer Idee, wir sollten vielleicht reporten und wir müssen auf den Druck reagieren, tatsächlich so eine Art Aktionsplan, der aus vielen, vielen verschiedenen Maßnahmen besteht, wie man hier an der Komplexität der Grafik auch sehen kann. Wir bei Zelonis als noch junges Unternehmen spüren den Druck auch. Seit einigen Jahren kann das auch teilen, das sind Investoren, das sind Talente, das sind Kunden und Partner und haben deswegen vor 2 Jahren angefangen, unsere Emissionen auch zu messen. Haben dann gesagt, unser Basisjahr sozusagen ist 2021 im letzten Jahr und setzen dieses Jahr ein Science-Based Target. Also wir sind quasi später dran als Accenture, um es in den Vergleich zu bringen, sind aber für unsere Branche und tatsächlich auch unsere Unternehmensgröße eher Vorreiter, was auch ganz spannend ist zu sehen. Und das Ganze funktioniert quasi so, dass wir uns dieses Jahr committen zu einem Science-Based Target auf Basis unserer ersten Emissionsberechnungen und diese Emissionen auch offsetten können. Das heißt, wir sind tatsächlich auch dann 2022 beziehungsweise Anfang 2023 ein klimaneutrales Unternehmen, was aber tatsächlich nur ein Punkt in der Zeit ist. Also wir können das dann nur sagen für, wir haben einmal unsere Emissionen neutralisiert. Das ist langfristig gesehen keine besonders gute Aussage, weil die nur bedeutet, wir haben das einmal geschafft. Und eigentlich geht danach sozusagen die Arbeit erst los, weil wir kurzfristig bis 2030 und dann langfristig bis 2050 unsere Emissionen immer weiter und eigentlich auch immer schneller reduzieren müssen. Das hier ist jetzt ein Plan, den man sieht, der so langfristig ausgelegt ist. Wir alle haben es diese Woche gesehen. Die 1,5 Grad Erwärmung wird deutlich schneller kommen, als wir es vorhersehen. Das heißt, im Prinzip lautet die Marschroute so schnell wie möglich reduzieren, so gut wir das können, um zu einem Status zu kommen, der sich eben als Net Zero bezeichnet und wo man sozusagen nur noch wirklich unvermeidbare Emissionen als Unternehmen produziert, die dann nochmal neutralisiert werden können. Aber im Prinzip ist wirklich das große Credo Reduktion. Was man darüber hinaus als Unternehmen eben macht, ist, dass wir jährlich dann trotzdem auch Offsetting-Projekte unterstützen und unsere Strategie immer wieder evaluieren und Maßnahmen in der Organisation treiben.
und den Anteil von sogenannten Removal-Projekten erhöhen, also tatsächlich mehr in Innovationen investieren, mehr in Technologien investieren, die CO2 auch langfristig da halten, wo es hingehört, nämlich nicht in der Atmosphäre, sondern idealerweise im Boden oder woanders und es auch gar nicht mehr produzieren. Herr Holz hat das ganz schön angesprochen. Die Herausforderung liegt tatsächlich in den Scope-3-Emissionen. Also wir haben so als Unternehmen intern, wir sind jetzt ein kleines Unternehmen, natürlich die typischen Mittel in der Hand, dass wir sagen können, was machen wir in unseren Büros, wir können unsere Mitarbeiter mit dazu bringen, wir können unsere Flotte einschränken, aber alles, was wir sozusagen nicht so direkt kontrollieren können, was mit unseren Lieferanten zu tun hat, beträgt bei uns tatsächlich 80% unseres Fußabdrucks. Das heißt, wenn ich als Managerin dieser Strategie mir das Ganze angucke, sage, ist schön, was wir im Büro machen, das wird aber nichts verändern in dem Sinne, es wird nicht die Nadel bewegen und deswegen müssen auch wir als noch relativ kleines Unternehmen sehr früh schon anfangen, mit unseren Lieferantinnen und Lieferanten arbeiten, müssen neue Regeln aufstellen, müssen anschauen, was wir einkaufen, müssen betrachten, wie wir reisen, wie wir als Unternehmen unterwegs sind und müssen einfach verschiedene andere Aspekte auch in unserer Lieferkette berücksichtigen, obwohl wir als Digitalunternehmen noch nicht mal ein Produkt haben und noch nicht mal eine große Logistikkette betreuen. Also das ist eine Herausforderung, die mittlerweile wirklich bei allen angekommen ist. Diese Herausforderungen im Scope 3, die sehen wir vor allem auch bei unseren Kundinnen und Kunden, die teilweise Prozesse betreuen, die sehr stark die Produktion betreffen, die sehr stark im Bereich Logistik sind. Was wir immer weiter sehen, ist, dass bei der Umsetzung der Strategie tatsächlich das Wie fehlt. Also das Warum bei Unternehmen ist irgendwie so klar, das Was. Da gibt es irgendwie auch mittlerweile Listen, aber dieses, wie können wir das tagtäglich umsetzen und sicherstellen, dass das auch tatsächlich tagtäglich passiert, das ist schwierig. Den Ansatz, den wir aktuell verfolgen, ist, dass wir das Ganze bei uns in die Technologie mit einbauen und uns tatsächlich einzelne Unternehmensprozesse anschauen. Also gar nicht übergreifend, welchen Strom haben wir als Unternehmen, sondern angefangen bei der Beschaffung, bei wem kaufe ich eigentlich ein? Bei jeder Entscheidung, die im Beschaffungsprozess stattfindet, wie kann ich sehen, dass mein Lieferant bewertet ist, dass er sich an Regeln hält, wie kann ich die Transparenz sicherstellen? Das geht weiter über die Produktion, dann in die Logistik. Kann ich die Emissionen jeder einzelnen Lieferung berechnen, Lieferungen vielleicht besser bündeln, Lieferwege verbessern? Wie kann ich sicherstellen, dass ich nicht hinterher bin im Prozess und deswegen alles nochmal kurzfristig mehr per Luftfracht geschickt werden muss? Das sind so Kleinigkeiten in den Entscheidungen, die sozusagen bottom-up passieren, von unten heraufkommen und die immer relevanter werden und wo wir jetzt die Digitalisierung einsetzen und den Unternehmen dabei helfen, das in jedem Prozessschritt zu quantifizieren und messbar zu machen. Und was wir damit sehen, ist, dass das sehr, sehr relevant ist und eigentlich so der Kern, weil das ist die Wertschöpfungskette, die wird dadurch abgebildet. Was wir aber auch sehen, ist der Business Case und das ist, glaube ich, das ganz, ganz spannend, Herr Holz, Sie haben es auch angesprochen. Unternehmen müssen in der Lage sein zu sehen, was gibt es denn für sogenannte Trade-offs. Also wenn ich jetzt vielleicht umstelle bei meinen Lieferanten, hat das Auswirkungen auf meine Kosten? Sehe ich da irgendwie eine Gewinnsteigerung? Kann ich irgendwie meinen Prozess effizienter machen und bringt mir das dann auch was für meine Nachhaltigkeit? Und die Kennzahlen müssen wir einfach in eine Ansicht bringen, in ein Tool, damit Unternehmen in der Lage sind, eben das Unternehmen auch wirklich nachhaltig zu steuern und nicht nur auf Basis einer Kennzahl. Und das ist, wo wir ansetzen, tatsächlich mit unserem Produkt, mit dem Ziel, dass wir Effizienz und Nachhaltigkeit zusammenbringen und dass tatsächlich eben Gewinn nicht nur auf der Umsatzschiene oder der Kostenschiene sichtbar wird, sondern auch auf der sogenannten Green Line, aber eben auch bei Kennzahlen wie CO2-Reduktion, bessere Lieferantenbewertung und so weiter. Das ist so ein kleiner Teaser. Man könnte da jetzt noch einen sehr, sehr langen Vortrag dazu halten, wie das genau ausschaut. Da hoffe ich, dass das so ein bisschen Lust gemacht hat und hoffe, dass immer mehr Unternehmen auch auf diesen Prozessgedanken kommen. Und ja, freue mich auf die weitere Diskussion. Ja, vielen Dank, Frau Nackleder. Ich finde, Sie haben gerade auch ein interessantes Buzzword sozusagen benutzt, dieses Thema Trade-off. Also wie bewerte ich, was hilft mir wirklich auf dem Weg zur Klimaneutralität, was kann ich sein lassen, was muss ich irgendwie dazu nehmen? Und das können wir wahrscheinlich gleich sogar nochmal, wenn Herr Münkes-Wenzen dran ist, nochmal detaillierter dann später auch in der Diskussion besprechen. Am Ende geht es ja auch darum, dass Sie alle Ihre Geschäftsmodelle eigentlich verkaufen wollen, ne? Also da soll Zucker verkauft werden oder Sie wollen Software verkaufen und trotzdem müssen Sie sich wahnsinnig mit diesem Thema beschäftigen. Und ich frage mich, wie flexibel ist denn eigentlich so ein Modell? Also wenn Sie sich jetzt mal entschieden haben, das
so wollen wir es jetzt machen. Das ist unser Weg. Und Sie haben es eben schon mal selber angesprochen. Jetzt kommt plötzlich die Nachricht, oh herrje, wir werden die 1,5 Grad schon viel früher wahrscheinlich erreichen. Heißt ja, wir müssen alle viel schneller noch sein. Sie haben es eben selber gesagt, schneller, 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 als wir es bisher dachten. Jetzt muss ich den Plan wieder umschmeißen. Also was ist so Ihr Gefühl, also gerade für so ein kleineres Unternehmen, spannender wird es dann auch noch bei großen Konzernen und großen Unternehmen. Wie flexibel ist man in diesen Schaubildern, die Sie hier ja auch so eindrucksvoll haben? Wie kann man shiften und wie kann man flexibel auf solche Situationen reagieren? Was funktioniert und was funktioniert vielleicht auch schneller? Wie ist da so Ihre Erfahrung oder wie gehen Sie damit um als Unternehmen? Ja, sehr gute Frage. Ich habe eine zweigeteilte Meinung. Ich würde sagen, sie sind oft erschreckend flexibel, die Schaubilder, im Sinne von, ich kann mir ein Ziel setzen und dann kann ich das auch nochmal ändern. Für Unternehmen unserer Größe ist gar nicht so viel verpflichtend. Wir sind auch noch ein privates Unternehmen. Das heißt, wir können tatsächlich noch relativ frei entscheiden, was wir reporten, was wir mit reinnehmen. Und ich muss sagen, wir haben erstaunlich, man kann bei erstaunlich vielen Sachen sagen, ja, dann sage ich eben erst nächstes Jahr, wie viele Emissionen wir in dem Bereich haben und ändere das nochmal ab. Und selbst die Standards wie die Science-Based-Target-Initiative, die verhältnismäßig eng gestrickt ist und verhältnismäßig genau, selbst die lässt Raum zum Hin- und Herschiften der Maßnahmen. Für mich ist es überzeugend, dass wir in diesen Gedanken kommen müssen, es muss um Reduktion gehen. Also es bringt uns als Menschheit, sage ich jetzt mal, nicht besonders viel, wenn wir uns auf den Standard stützen und sagen, ja, aber der Standard ist ja eigentlich in Ordnung. Am Ende werden wir reduzieren müssen. Ich glaube, das Spannende ist, dass man verstehen muss, okay, wenn ich bestimmte Sachen mache, welchen Wert kann ich daraus ziehen? Bringt mir vielleicht eine Effizienzsteigerung in einem Bereich auch was für meine Emissionsreduktion, was ich vielleicht vorher gar nicht so gesehen habe? Also so, wo sind so neue Möglichkeiten, auch Emissionen nochmal zu reduzieren, die aber auch einen wirtschaftlichen Mehrwert haben? Mhm. Weil da so ein bisschen der Reiz herkommt und man vielleicht auch Ungläubigen auch noch mal ein bisschen besser mitnehmen kann. Aber es herrscht schon noch eine erstaunlich große Flexibilität in dem, wie wir es nach außen am Ende reporten. Mhm. Herr Münke-Svensson, jetzt sind Sie dran. Bei Nordzucker finde ich das Thema ja besonders spannend, weil es ja wahrscheinlich niemanden gibt, der in so einer Bubble da fast drin ist. Einerseits, Sie leben ja davon, dass das Klima funktioniert und dass Sie unter den Bedingungen, die herrschen, weiter Ihr Produkt anbieten können, nämlich dass die Zuckerrüben weiter so wachsen, wie sie denn wachsen und die alle anderen Angebote, die Sie auch so haben, und müssen gleichzeitig in dieser Gemengelage selber sich da auf den Weg machen, was ja auch nicht ganz einfach ist. Insofern bin ich gespannt auf den Impuls von Ihnen. Bitte. Dankeschön. Dann erstmal vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und das vorzustellen. Ich hoffe, mein Bildschirmteil funktioniert. Feedback. Und zwar, die Nordzucker, was bringen wir zu dieser Diskussion? Und zwar, ganz anders vielleicht, als was schon vorgestellt wurde. Wir haben eine Tradition von 175 Jahren. Also wir gucken wirklich lang zurück in der Produktionsgeschichte, wo wir schon Zucker produziert haben. Aber nicht nur Zucker eigentlich, sondern auch andere Mittel, also andere Beistoffe aus der Zuckerproduktion, zum Beispiel für Futtermittel. Und als Unternehmen ist dieses Thema Umstellung, also Anpassung an den Klimawandel und Reduktion von Klimagasen, ist wirklich zentral bei uns im Unternehmen. Und ganz wichtig, damit zu arbeiten. Jetzt steht hier, ich komme aus der Rübe oder Sustainable Beet Growing Agriculture, habe allerdings in den letzten sechs Monaten mich intensiv mit dem Science-Based Targets beschäftigt, da wir halt auch unsere Science-Based Targets dieses Jahr setzen wollen und habe dadurch auch wirklich einen Einblick gefunden in unsere Daten und wie die so zusammengesetzt sind und was wir machen müssen, um uns zu verändern und auch wie eigentlich die Emissionen in so einem Unternehmen verteilt sind. Nur mal ganz kurz als Hintergrund, Nordzucker ist ein internationales Unternehmen. Herr Münke-Svensson, ich will Sie ungern unterbrechen, aber man sieht nur den Bildschirm aus dem Zoom-Call, man sieht die Präsentation nicht. Ah. Das kommt gerade in dem Q&A. Ah, gut. Komm, dann machen wir so eine Präsentation, weil irgendwie zeigt er sie nicht in meinem Share-Screen nicht mehr an. Das ist jetzt vielleicht. Aber vielen lieben Dank. Übernimmt. Ja, jetzt funktioniert es. Sehr gut. Jetzt funktioniert es. Ja, er wollte ihm das nicht zeigen. Das ist das passiert ab und zu mal. Dankeschön nochmal für die Hilfe von Agnetta. Und zwar, ganz kurz als Hintergrund, was wir eigentlich und wo wir aktiv sind. Natürlich Hauptstandort ist Europa in verschiedenen Ländern, allerdings auch in Australien. Das heißt wirklich weit aufgestellt, weltweit, wo wir produzieren.
Und zwar dieses Thema CO2 und Energieeffizienz hat bei uns immer schon ein großes Thema gespielt. Einmal ist es eine Kostenfrage. Auf der anderen Seite war es immer ein umweltpolitisches Thema, unsere Emissionen, unseren Energieeinsatz zu reduzieren und effizienter zu werden. Ganz klar muss man aber auch sagen, dass Nachhaltigkeit bei uns ist eigentlich nicht nur Energie und CO2, sondern eigentlich, wie auch schon angedeutet wurde, es geht hier um die ganze Kette. Das heißt, bei uns ist natürlich die Produktion ein großer Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie, also wie verringern wir unsere Scope 1 und 2 Emissionen, allerdings auch, was passiert bei uns vorgelagert in der Landwirtschaft und bei unseren anderen Lieferanten und nachgelagert, aber auch beim Kunden. Das heißt, wir sehen also einmal natürlich CO2 und die ganze Diskussion durch unsere Wertschöpfungskette, wo wir jetzt einen besseren Überblick haben, welche Emissionen haben wir wo. Wir wussten immer schon aus unserer Produktion, wo die Emissionen herkommen, aber auch im vor- und nachgelagerten Bereich. Dazu muss man sagen, dass wir sind ein Unternehmen, das eigentlich den Landwirten gehört, also sind Aktieneigner bei uns. Und daher haben wir eine wirklich tiefe Verbundenheit mit unseren Landwirten, die uns beliefern und mit denen wir auch dementsprechend eng zusammenarbeiten in unserer Entwicklung, wie wir nachhaltiger werden können. Und wir sehen eigentlich ja auch tagtäglich, was Klimawandel bedeutet. Wir sehen es jetzt wieder. Wir haben schon ein sehr, sehr trockenes Frühjahr. Und daher ist diese Wichtigkeit für uns ist wirklich gegeben, an diesem Thema zu arbeiten, weil wir sehen es in unserem täglichen Leben, wenn wir draußen sind, auf den Feldern, bei unseren Partnern, mit denen zusammenzuarbeiten. Da sehen wir einfach, was passiert, wenn es weniger regnet, wenn es mehr Wärmeperioden gibt oder auch ja, zu viel regnet in manchen Gegenden. Wie wird das uns beeinflussen? Weil das hat einen direkten Einfluss auch auf unsere Produktion. Und das ist ein wirklich entscheidender Teil. Zur Zuckerrübe, das ist für viele unbekannt eigentlich. Die Zuckerrübe in Europa wird bei uns eigentlich zu 100% verwertet. Also wir setzen ja eigentlich nur das Sonnenlicht um durch einen biologischen Prozess und dadurch entsteht Zucker in der Zuckerrübe. Wir ernten die Zuckerrübe, wir kochen daraus den Zucker, sagen wir mal so. Und im Endeffekt haben wir Zucker, aber wir haben auch Futtermittel aus den Restprodukten, aus den Schnitzeln. Aber wir produzieren auch Dünger und Wasser, was teilweise auch wieder in die Beregnung zurückgeht. Das heißt, wir haben eigentlich schon einen sehr geschlossenen Kreislauf, den wir dementsprechend aber immer noch anpassen möchten. Und das ist auch ein Teil, der für uns besonders wichtig ist. Das ist halt unsere Produktion. Wir produzieren, sagen wir, aktiv in den Werken, wo wir Zucker produzieren, von September bis Januar. Und das ist natürlich auch da, wo unsere Hauptenergielast liegt. Das heißt, wir haben keine Produktion, die das ganze Jahr überläuft, wo wir einfach die Energiemenge verteilen können, sondern wir haben bestimmte Spitzenperioden, wo wir halt Energie brauchen. Und daher war für uns, wie auch schon erwähnt, CO2-Reduktion war uns schon wichtig, ist aber noch wichtiger geworden und wird noch wichtiger für uns, energieautark auch zu werden. Das ist wirklich ein Gebiet, an dem wir wirklich arbeiten, weil wir halt sagen müssen, wir müssen die Emissionen reduzieren, aber wir müssen auch unsere Energieträger umstellen. Das heißt, in Deutschland wird zurzeit noch etwas mehr Gas eingesetzt, in anderen Ländern auch eventuell noch Kohle und Öl. Das heißt, wir haben einen ganz genauen Investitionsfahrplan, wie wir vom Gas und Öl und Kohle wegkommen und bestenfalls zu Biogas und das am besten auch noch produziert, eventuell aus unseren eigenen, also Reststoffen, das heißt unseren Rübenschnitzel, die mit in die Biogasanlage einfließen könnten. Das heißt, das ist unser, sagen wir, Kreislaufkonzept, wie wir uns darauf anstellen. Man kann dann wieder die Rückbesinnung zum Landwirt machen, wo man sagt, die Reststoffe aus der Biogasproduktion gehen sogar wieder aufs Feld. Das heißt, wir können eigentlich ein wirkliches Kreislaufsystem bauen. Ganz wichtig für uns ist die Zusammenarbeit mit den Kunden in Sachen Nachhaltigkeit. Das heißt, bei vielen Lebensmittelunternehmen ist der Scope 3 ja am größten, das heißt ihre Lieferantenkette. Und das ist natürlich auch da, wo wir sitzen. Das heißt, wir arbeiten ganz, ganz eng zusammen mit den Kunden, besonders auch durch die Science-Based Targets-Initiative getrieben. Wo liegen eure Emissionen? Wir möchten sie gerne reduzieren was ist unser Plan hierfür? Das hat sich wirklich intensiviert über die letzten paar Jahre nochmal, besonders diese Klimadiskussion und auch gute Daten zu liefern, ist wirklich ein hoher Stellenwert für unsere Kunden und wirklich auch ein Fokus, wo wir dran arbeiten, weil der Hauptteil unseres Zuckers geht im Endeffekt in die Industrie, das heißt in die Lebensmittelwirtschaft und eigentlich nur 20% gehen an den Supermarkt oder an den normalen Handel. Und im
Unternehmen, was bedeutet das eigentlich? Das heißt wirklich auch neu denken. Also wir sind so organisiert, dass wir ein, ja, dreimal im Jahr haben wir ein Forum, es nennt sich Sustainability Forum, wo wir, ja, sagen wir, die Experten aus dem Bereich Sustainability, aber auch aus anderen Bereichen kommen zusammen mit dem Vorstand und ja, diskutieren das Thema Nachhaltigkeit, aber dann auch ganz konkret, welche Initiativen sind jetzt eigentlich aktuell, wie haben wir uns darauf eingestellt, womit arbeiten wir, wie bringen wir das in das Unternehmen herein und natürlich dann auch, was bedeutet das für Investitionen in der Firma, weil besonders in den jetzigen Gegebenheiten muss man natürlich auch viele Sachen nochmal justieren, man muss sich über neue Wege nochmal nachdenken, Investitionspläne werden jetzt geändert, werden vorgezogen, werden etwa nach hinten geschoben. Also es ist natürlich sehr dynamisch zurzeit, auch wenn man mit Emissionen arbeitet. Allgemein geht es natürlich darum, auch alle mitzunehmen. Das heißt, wir hatten immer die Produktion, den Landwirt im Fokus, aber es geht natürlich auch daran, andere Lieferanten und auch andere Kunden mitzunehmen. Und das muss natürlich aber auch bei allen anderen Kollegen und Kolleginnen im Unternehmen ankommen und genau kommuniziert werden. Wir machen da sehr viel intern, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit, aber auch diese, ja, Science-Based-Targets-Initiative zum Beispiel, was bedeutet das und wie wird das unsere Kultur verändern? Ganz wichtig für uns als großes Unternehmen ist dementsprechend auch, ja, in vielen verschiedenen Organisationen mitzuarbeiten und zwar nicht nur reinzuschreiben, dass wir dabei sind, sondern wirklich aktiv mitzuarbeiten, um halt auch unser Wissen und unsere, ja, wer sind wir und wie arbeiten wir, das mitzunehmen in diese Initiativen und auch zu zeigen, was es eigentlich bedeutet, als großes Unternehmen, als Produktionsunternehmen mit dem Thema Klima zu arbeiten. Deswegen haben wir uns auch, ja, entschlossen, der Science-Based-Targets-Initiative beizutreten. Letztes Jahr haben wir ein Commitment gegeben und warten jetzt darauf, dass wir unser Target dieses Jahr setzen können. Das wäre für mich jetzt erstmal der Impuls. Wunderbar, herzlichen Dank dafür. Sie haben eben gesagt, dass für Sie ganz wichtig ist, die Zusammenarbeit mit dem Kunden, weil Sie nur mit den Kunden zusammen Ihre eigenen Ziele erreichen können. Ich frage mich bei diesem ganzen Thema ja insgesamt immer, wie lässt sich das überhaupt alles messen? Also wie kann man wirklich harte Messergebnisse haben, bei welchem Milestone man vielleicht auf dem Weg auch zur Klimaneutralität ist? Können Sie mir wahrscheinlich alle sagen, wie Sie das für Ihr Unternehmen machen. Herr Holz, Sie können vielleicht sogar Parameter nennen, wie Sie das bei Ihren Kunden aufsetzen. Ich finde es noch mal schwieriger, das mit Kunden zu besprechen und zu sagen, ihr müsst uns von eurer Seite aus sagen, wo die Parameter sind und wie die Werte sind. Wie machen Sie das, Herr Mönkes-Wenzen? Also wie stellen Sie sozusagen sicher, dass das, was die Kunden Ihnen geben, auch, ja, den Tatsachen letztlich entspricht? Es geht gar nicht um bösen Willen oder darum, dass man vielleicht Greenwashing oder so betreiben will, aber man muss ja schon, ja, so eine Reinheit von Daten letztlich irgendwie haben. Also Daten sind ja wahrscheinlich das A und O in diesem ganzen Thema. Wie kriegt man das hin? Genau, also Daten, muss man sagen, ist wirklich ein interessantes Thema, weil wir immer, also Daten immer als finanzielle Daten häufig betrachtet haben. Das heißt, eigentlich alle Auswertungen wurden immer auf finanzieller Basis getroffen und die Kennzahlen, ja, landen im Endeffekt im, ja, Jahresbericht. Jetzt müssen wir eigentlich die gleichen Daten oder den gleichen Datenstamm häufiger nehmen und uns überlegen, wie können wir ihn eigentlich umwandeln in CO2-Daten, weil eigentlich sind viele dieser Daten, die wir schon haben, die uns finanzielle Ideen geben, aber auch eigentlich relevant wieder zum Thema CO2. Besonders im Bereich Transport sieht man das halt, wo man ganz klar sieht, wurde etwas hin verschifft. Da hat man eigentlich vorher nur geguckt, was kostet das. Aber jetzt können wir auch ganz klar sehen, was für Entfernungen waren dann, welche Transportform war das. Und daraus können wir eigentlich unseren Datenstamm ableiten. Man muss natürlich dadurch seine Datensysteme an sich auch neu denken. Das heißt, man muss ganz genau gucken, wie diese Daten im Endeffekt, ja, geändert werden, damit man sie zu einer CO2-Auswertung hinzuziehen kann. Mhm. Und im Endeffekt muss man, was ist uns auch ganz wichtig, wenn wir mit Daten arbeiten, so wie man finanzielle Daten auditiert, auch unsere, ja, Umwelt- oder Klimadaten in diesem Fall auch auditierbar machen. Das heißt, das ist auch ein Teil, interne Prozesse, besonders jetzt mit der IT, auch gleich so dahin zu gehen, aufzubauen. Wir müssen auch diese Klimadaten auditieren können. Das ist für uns extrem wichtig nachher.
Braucht man am Ende vielleicht auch eine ganz neue Art von Wirtschaftsprüfung vielleicht auch an der Stelle dafür? Also so eine Kontrollmechanismen, um sowas ja wirklich kontrollieren zu können? Frau Nackerdal, Sie nicken schon. Also nee, Herr Holz schüttelt den Kopf. Dann erstmal Sie, Frau Nackerdal. Was meinen Sie? Ich hab vor allem auch genickt auf dem Aspekt, wie die Systeme aufgebaut werden müssen und wie man das denken muss. Und ich finde das, ich stimme Herrn Mönke-Svensson zu, dass man da die richtigen Stakeholder im Unternehmen schon so mit einbindet, dass man von vornherein nicht nur aus einer Silo-Initiative des Nachhaltigkeitsteams das Ganze treibt, sondern das tatsächlich wie Reporting auch betrachtet und das direkt so denkt. Ich bin gespannt auf den Kommentar von Herrn Holz zur Wirtschaftsprüfungsinitiative, ob das quasi neu gedacht werden muss oder nicht. Also wir als betroffene Unternehmen sehen es schon oft, dass immer kommt, ja, ist es dann auch auditierbar etc. Ich weiß immer nicht, ob das notwendig ist. Am Ende müssen wir reduzieren. Also das ist für mich immer so ganz klar, ob das jetzt besonders gut ist oder nicht. Es spielt dann eigentlich am Ende dann doch keine Rolle, wenn die Emissionen da sind, sind sie da, bringen uns also auch nicht weiter. Aber Herr Holz. Herr Holz, Sie haben so kräftig den Kopf geschüttelt, jetzt bin ich gespannt. Ja, nein, also Daten sind natürlich super relevant. So. Ich glaube, man meint ja auch mit schlauem Nachdenken am Anfang und häufig die Corporate Carbon Footprinting, die viele Firmen gemacht haben in den letzten 10 Jahre, sind tendenziell eher falsch. Mhm. Und da sind die Fehlerquoten recht hoch. Manche Firmen haben das wirklich toll gemacht, aber wenn man in die Kategorien genauer reinguckt, dann sind da Fehler von plus minus 80% teilweise. Wenn wir sozusagen reingehen und dann Daten nehmen, die alle vorher auf Nachhaltigkeitsberichten standen, und dann mal richtig reingehen, ja, dann kommen da Abweichungen. Das ist das eine. Das heißt, man muss da tief reingehen am Anfang, um daraus die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und jetzt möchte ich gerne gerade auch mittlere Firmen oder auch Firmen mit Geschäftsmodellen, wo vielleicht die CO2 nicht überall diffus auf der Welt global entsteht, sondern vielleicht ein Unternehmen, zum Beispiel ein Telekommunikationsunternehmen, hat mich gefragt, ich würde gerne Carbon Pricing einführen. Und da habe ich gefragt, warum eigentlich? Sie sind doch eigentlich nur in 2 Ländern aktiv. Sie haben überwiegend nur Strom als Scope, also Scope 2. Scope 3 ist recht gering. Da haben sie noch ein paar Fahrzeuge, die irgendwelche Leitungen reparieren. Aber das war's doch auch. Das heißt, sie reden mal mit ihrem Einkaufsabteilung, ja, die irgendwie 15 Leute, die dort Strom einkaufen, und befähigen diese Menschen, Grünstrom einzukaufen. Und müssen nicht ein komplexes CO2-Carbon-Accounting-System einführen. Was für Unternehmen sinnvoll ist, die vielleicht, wo CO2 in ganz überall, in vielen Business-Units entsteht, in vielen Entscheidungen sozusagen, beeinflusst wird. Ne? Aber wenn die Entscheidung, ob man viel CO2 oder wenig, an wenigen Stellen, in wenigen Prozessen entschieden wird, dann brauche ich doch kein großes, komplexes System aufzubauen. Und davor würde ich sozusagen, wir sind jetzt in der Macher-Dekade. Decade to deliver. Und da geht es um Machen. Und wenn wir Nachhaltigkeitsmanagement so begreifen wie die letzten 20 Jahre, nämlich als Reporting-Exercise, ja, dann wird das nichts. Ja, wir brauchen bessere Daten und Digitalisierung befähigt uns, echte Daten zu bekommen. Und wir zum Beispiel arbeiten mit der Automobilindustrie zusammen, die dort am weitesten ist, meines Erachtens. Und gerade auch Scope 3 Daten. Das, was in den Datenbanken drin ist, ist gut, aber falsch tendenziell. Und gerade für einzelne Unternehmen. Und dort kann man auch wieder, man muss nicht alle Scope 3 Daten in echte Daten umwandeln. Völlig unnötig. Fängt man nochmal an bei den Top 1, 2, 3, 4, 5 Lieferanten, bei den Top 1, 2, 3, 4, 5 Einkaufskategorien echte Daten zu bekommen. Und das geht mittels Digitalisierung. Viel kostengünstiger. Und das ist dann keine Fragebogen. Ich schicke mal einen Fragebogen an den Lieferanten und wundere mich, dass da nichts zurückkommt. Sondern das ist eine kollaborative Übung, die durch Digitalisierung befähigt wird. Und dann geht das auch. Und das ist heute viel einfacher möglich, viel kostengünstiger möglich als vor 10 Jahren. Und meine Kopfschütteln war halt, selbstverständlich brauchen wir bessere Daten, überhaupt keine Frage, gerade am Anfang, wenn man einmal nachdenkt und ja, auch im laufenden Betrieb, aber lassen Sie uns das nicht unter dem Motto Perfektionierung der Berichterstattung machen, sondern wir müssen CO2-Emissionen senken. Da sind Ingenieure gefragt, da sind Macher gefragt und vielleicht ein Ticken weniger die Zunft der anderen. Wenn ich Ihnen so zuhöre,
habe ich so den Eindruck, es ist auch ganz wichtig, Prioritäten letztlich ja zu setzen, was, glaube ich, eine große Herausforderung wahrscheinlich auch für Management ist, ne? Wenn sie sich auf den Weg machen hin zu dieser Klimaneutralität und alle mitnehmen wollen, muss man wahrscheinlich so ehrlich sein und sagen, was Sie gerade schon gesagt haben, es geht erstmal nur erstens, zweitens, drittens. Wie setzt man denn solche Prioritäten? Herr Münkes-Wenzen, Sie vielleicht auch mal an der Stelle, wo sagen Sie, so, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Top 3 Themen bei unseren Kunden oder bei unseren Lieferanten oder so. Also wie kriegt man das raus, was dann auch die Prios sind, die möglichst den größten Impact ja letztlich auch haben? Weil, Herr Holz, Sie haben es ja vorhin gesagt, bringt ja nichts, irgendwie was Kleines zu machen, was uns nicht nachhaltig voranbringt bei dem ganzen Thema. Also bei uns ist es ganz klar, dass wir uns erstmal Prozesse angucken, die wir auch selber beeinflussen können. Mhm. Also das ist natürlich mal Scope 1 und 2. Dann aber gucken wir natürlich, das sind wirklich auch die Sachen, wo wir auch am meisten den Impact sehen. Natürlich dann Scope 3 ist es dann schon so, wenn wir mal gucken, okay, wo haben wir den größten Hebel? Was wird eigentlich noch über die Gesellschaft sich sowieso verändern? Aber wo können wir nochmal extra nachdrücken? Also das Thema Logistik zum Beispiel. Welche neuen Logistikkonzepte können wir aufbauen? Das ist bei uns zum Beispiel, wo wir jetzt LKWs einsetzen, können wir noch eher auf die Bahn gehen, weil Logistik ist für uns einmal inbound und outbound eigentlich ein großes Thema. Das heißt, das ist ganz klar, da können wir was machen durch neue Logistikkonzepte. Dann allgemein natürlich das Thema Landwirtschaft. Das ist immer das schwierigste Eisen durch, Emissionen, die sind einfach schwierig zu vermeiden. Aber was können wir da auch machen? Das heißt, da sind wir natürlich dann auch im Gespräch mit zum Beispiel Düngelieferanten, uns dieses Thema anzunehmen, also auch wirklich die schwierigen Themen anzunehmen, weil das sind nachher auch die was für uns bedeuten. Aber da, wo wir auch sagen, da haben wir die meiste Expertise drin, dadurch, dass wir eine gute Anbindung an die landwirtschaftliche Beratung haben, aber auch an Unternehmen, die landwirtschaftliche Produkte, zum Beispiel Dünger, produzieren, und wir haben den direkten Kontakt an die Landwirte. Weil das ist eigentlich das ist das schwierigste Eisen, kann man sagen, aber es ist auch das, wo wir meinen, da können wir noch was machen. Da muss man aber auch sagen, das ist ein wirklicher Lernprozess. Das ist nichts, was irgendwo niedergeschrieben ist. Wenn man sich, also Herr Holz hat es auch schon gesagt, viele dieser Werte, die es da gibt, zur CO2-Bilanzberechnung, die sind nicht wirklich gut, da muss ich zustimmen. Also wenn da steht im IPCC plus minus 50%, dann muss man sagen, das ist schon schwierig, damit zu arbeiten. Unser Anspruch ist, da ganz klar reinzugehen. Wir haben auch unsere eigene Forschung, da auch selber Messungen anzustellen und da auch zu sagen, okay, wie sehen diese IPCC-Werte eigentlich aus, wenn wir wirklich regionale Werte nutzen, also nicht nur Tier 1, wie man es immer so schön nennt, ne, sondern wirklich auch nach Tier 3, das immer weiter hochzuschrauben, wirklich da sehr präzise zu arbeiten, weil wir meinen, dadurch können wir langfristig eigentlich das dann auch in Geschäftsmodelle mit einbauen, also wenn wir sie auch wirklich verstehen, weil wir können uns nicht wir können nicht alles kompensieren. Also das wird bei uns nicht die Option sein, einfach uns freizukaufen, sagen wir mal so. Das ist, natürlich gucken wir uns auch sowas an, ne? Wie sieht das aus mit Carbon Neutral Sugar? Ne? Was bedeutet das für uns? Das ist ein Business Case, den wir durchspielen, den wir genau analysieren müssen. Wir müssen genau verstehen, was das für uns bedeutet. Weil, aber das ist nur ein Teil. Der andere Teil ist auch wirklich in die Grundlagenforschung reinzugehen. Da sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen speziell, weil wir aber auch die Expertise haben, die wir uns lange aufgebaut haben. Aber da sind wir einfach wirklich auch gewillt, um uns die schwierigen Teile hier zu kümmern, weil wir einfach sehen, das wird auch von uns erwartet, dass wir uns damit beschäftigen. Und das ist auch unser eigener Anspruch, uns ständig zu verbessern. Ja, wie ja, finde ich ja auch in der gesamten Nachhaltigkeitsdebatte Mut zu mehr Ehrlichkeit in dieser Debatte auch. Ne? Was ist auch möglich? Und was ist vielleicht zu diesem Zeitpunkt auch nicht möglich? Weil Sie hatten ja vorhin mal gesagt, green wishing. Also was sind eigentlich unsere Ziele und was geht dann? Sie haben sich sogar gemeldet, Herr Holz, bitte. Oh, ich höre Sie nicht? Entschuldigung, ich fand das ganz wichtig, was Herr Münkes-Wenzen gerade gesagt hat bezüglich Kerngeschäft, Strategie. Die wirklich toughen Entscheidungen, das finde ich ganz toll. Ich mache das seit 2008, dieses Thema. Und wie sich das jetzt entwickelt hat die letzten Jahre, wo die Diskussionen mit dem Management, mit dem Top-Management wirklich intensiver werden. Ja, und wo wir wirklich CO2
ein elementarer Impuls sein kann für ein Geschäftsmodellveränderung, für eine echte Prozessveränderung, für eine andere Art der Zusammenarbeit mit den Lieferanten. Vor 3 Jahren habe ich einem Automobilunternehmen geholfen, die dortige Einkaufsabteilung, die mehrere Milliarden einkauft, mal einen Überblick zu bekommen, wie viel CO2 kaufst du an ihr ein. Ja? So, und dann nach deinen Lieferanten und nach deinen Kategorien. Und dann hat man sich den Top-Lieferanten Stahl, Plastik, Aluminium und Elektrobatterien genommen und hat mit denen dann gemeinsam mal in einem kollaborativen Art, nämlich nicht in dem, hier ist meine Spec, bitte reduziert Kosten 10%, ja, und morgen bitte, sondern mal einen kollaborativen Ansatz, CO2-Emissionen, Hebel versucht zu identifizieren. Ja, und das rollt man dann aus auf alle wesentlichen Lieferanten. Und da kann CO2 echt ein toller Impuls sein, wenn es eben als kerngeschäftsverändernder Faktor gesehen wird. Und da bin ich viel hoffnungsvoller heute als im Jahre 2010 oder 12. Und deswegen habe ich bei der Berichterstattungsgeschichte, da können wir wieder weg von einem Kerngeschäft. Ne? Das ist möglich und richtig und Transparenz ist gut, aber sie ist nicht das alleinige Maßstab, Kerngeschäft, Geschäftsmodelle, Produkte, da müssen wir ran. Um den Mut zu haben, so ein Kerngeschäft im Zuge dessen auch verändern zu wollen, muss man natürlich auch alle mitnehmen. Also da kann der Chef jetzt als Vorturner eben vorturnen und sagen, das machen wir jetzt so. Wenn die Mitarbeiter und alle, die beteiligt sind, nicht richtig mitziehen, dann funktioniert es nicht. Da haben wir auch eine Frage zu hier aus dem Chat, Frage an alle. Hätten Sie praktische Umsetzungsbeispiele, wie man zum Beispiel Mitarbeiter dazu bekommt, ihr Verhalten mit Blick auf Travel, also Reisen, zu ändern und dann in großen Lettern geschrieben, ohne Zwang, also die Policy, ihr müsst versus ihr solltet. Das finde ich echt ganz interessant. Das merkt man ja in allen Bereichen des Lebens, wenn man etwas machen muss. Na ja, gut, dann macht man es ein bisschen halbherzig, aber das alle so mitkriegen, das ist, wie Sie es gerade gesagt haben, Geschäftsmodell verändernd. Haben Sie da praktische Umsetzungsbeispiele zu? Frau Nackler, bitte. Ja, ich wollte tatsächlich, das beantwortet die Frage und zeigt auch, wie wir nochmal priorisieren. Ganz kurz so, wir haben so eine Matrix, bei der wir sagen, nicht nur, was hat einen großen Impact auf unseren Fußabdruck, sondern was treibt auch Employee Engagement voran. Also wir messen tatsächlich auch, was ist bei den Mitarbeitenden sichtbar und das führt dann zu so spannenden Dingen, dass vielleicht Reise ist so ein Aspekt, da geht beides, also das ist bei uns ein großer Anteil und treibt die Mitarbeitenden auch voran, aber zum Beispiel sind auch viele der kleinen Dinge in den Büros konstant sichtbar für Mitarbeitende. Das heißt, selbst wenn wir sagen, es hat gar keinen so großen Impact auf unseren Fußabdruck, muss es trotzdem eine Priorität sein, weil wenn es nicht funktioniert, die Mitarbeitenden sagen, ah, ihr meint es aber gar nicht ehrlich, was ihr macht. Und was wir beim Reisen gerade sehen, ist, dass so mehrere Faktoren helfen, das auch ohne Policy-Veränderungen ein Stück weit voranzutreiben, obwohl ich dazu sagen muss, dass die Policy schon ein starkes Mittel ist. Das eine ist Executive Vorbild, also tatsächlich irgendeinen der Executive Manager dafür gewinnen, der das auch vorantreibt. Bei uns ist das der CFO, der nämlich auch verstanden hat, dass nachhaltiges Reisen kostengünstiger ist und der dann tatsächlich auch ganz gut das mit vorantreiben kann und sagen kann, ihr reist günstiger, es ist auch nachhaltiger, ihr spart Emissionen, bitte macht es und das auch sehr, sehr präsent vorantreibt. Der zweite Aspekt ist den Impact sichtbar machen. Also wir haben einfach im Reisetool eingeführt, dass man sieht, wie viele Tonnen CO2 man verursacht, wenn man fliegt oder den Zug nimmt etc. Also tatsächlich auch für die Mitarbeitenden so ein Bewusstsein schaffen. Und der dritte Aspekt sind Anreize. Das ist so ganz klar das Thema zu sagen, wer nachhaltiger reist, hat auch was davon. Wir werden so eine Art Punktesystem oder Spiel einführen bei uns, dass man tatsächlich auch sammeln kann, dass irgendwie diejenigen, die Vorbilder sind, auch ausgezeichnet werden und quasi nicht nur für besonders viel Umsatz Preise vergeben werden, sondern eben auch für besonders nachhaltiges Verhalten. Und das hilft in einem, sag ich mal, auch kompetitiven jungen Unternehmen ganz gut dabei. Das wären so die 3 Tipps, die ich ganz, ganz praktikabel geben kann. Sehr gut. Ist die Frage gerade weg, aber ich habe sie noch im Kopf. Auf welcher Ebene werden eigentlich diese Themen sinnvollerweise diskutiert? Hier im Chat war eben die Frage, ist zum Beispiel auch der Aufsichtsrat, wenn man es ein börsennotiertes Unternehmen hat, involviert? Meine spontane Antwort wäre ja, das muss auf allen Ebenen diskutiert werden, oder? Also bis auf die unterste Ebene, sonst funktioniert es nicht. Oder gibt es da irgendwelche anderen Erfahrungen? Also andererseits muss man natürlich sagen, wenn alle so munter mitdiskutieren, dann kommen wir auch zu keinem Ergebnis. Also so ein paar Leitlinien wäre schon gut, wenn das der Chef ausgeben würde, oder? Also auf welchen Ebenen diskutiert man das, Herr Holz? Auf allen Ebenen, aber auf Ebenen spezifisch. Der Einkauf, der Mitarbeiter im Einkauf für Stahl,
Ja, muss nicht über die große Nachhaltigkeit inklusive aller möglichen materiellen Themen des jeweiligen Unternehmens diskutieren, sondern möge sich dann bitte vor allem auf das CO2 und vielleicht dann noch auf die Menschenrechtsbedingungen der Produktion und der Förderung des Eisenerz konzentrieren. Da hat er also ein spezielles Thema in der Einkaufswelt, ja. Dass man ein Grundwissen haben sollte für alle Mitarbeiter, was meint denn diese Firma mit Nachhaltigkeit? Was ist das eigentlich, ja? Das ist wichtig. Das ist die Basis. Aber ansonsten würde ich eben ebenenspezifisch und funktionalspezifisch das Wissen aufbauen, sodass die Diskussion dann auch relevant ist, ja? Und nicht abstrakt philosophisch, weil es hat ja immer so ein, ich erinnere mich in den letzten 10 Jahren in so Nachhaltigkeitskonferenzen, es hat so ein 8-Stunden-Tag, der vormittags war super energisch, tschakka, wir retten die Welt, super. Und irgendwie nach dem Mittagessen hat man gemerkt, boah, ist das alles kompliziert und komplex und verbunden. Und dann ging man so mit so einem Gefühl raus, ich bin doch nur ein kleines Rädchen und ich kann die Welt auch nicht verändern. Nee, so. Genau. Und morgen machen wir weiter wie bisher. Genau, morgen machen wir weiter wie bisher. Ja. Sehr gut. Ich würde gerne zum Schluss, wir sind schon wieder fast am Ende, nochmal gerne auf das Thema Fehlerkultur eingehen und wie man irgendwie mit Irrtümern umgeht. Und in diesem Bereich, das haben wir ja hier auch schon angesprochen, also erstens ändern sich die Rahmenbedingungen vielleicht auch schnell innerhalb der Unternehmen. Sie, Frau Nackler, da haben das schon gesagt, man muss natürlich auch flexibel teilweise reagieren. Manchmal ist es ein bisschen zu flexibel auch. Aber wie wird sowas in Unternehmen oder in Ihren Unternehmen gehandhabt, wenn man irgendwie auf dem merkt dann auch, das funktioniert leider doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ist da schon so eine Kultur von schneller Umkehr oder anderen Weg einschlagen oder doch lieber erstmal dran festhalten, der Erfolg wird sich schon irgendwann einstellen? Wie geht man mit diesem Thema Fehlerkultur um? Wer mag? Also ich kann ja einen schnellen Anfang machen. Bei uns ist es tatsächlich noch ein bisschen schwer zu sagen, weil wir jetzt noch nicht, sag ich mal, 5, 6 Jahre an der Strategie schrauben und viele Schritte hatten, sondern weil wir tatsächlich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht haben auf dem Weg, den wir eingeschlagen sind. Ich glaube, was bei uns ein Thema ist, ist tatsächlich, die Leute mitzunehmen in diesem sehr komplexen und schnell wandelnden Umfeld. Also ich mache eher die Erfahrung, dass es für an Stakeholder, die jetzt nicht unbedingt jeden Tag sich mit dem Thema beschäftigen, schwierig ist zu verstehen, warum sich denn Regularien dauernd ändern oder warum es keinen Standard gibt. Und denen eher zu erklären, dass das jetzt nicht heißt, wir haben einen Fehler gemacht, sondern dass das einfach heißt, dass das ein so komplexes und wissenschaftliches Thema ist, dass das notwendig ist. Das heißt, es hat einfach viel mit Erklärung und Vertrauen schaffen zu tun. Wenn das aber mal angekommen ist, mache ich eigentlich die Erfahrung, dass dann viele sagen, okay, cool, dann passen wir es an und am Ende wirklich dieses Credo von, das ist kein Fehler, wir müssen einfach diesem Weg von Reduktion, sage ich mal, wirklich, wirklich fest weiterverfolgen und dann passieren solche Dinge auch und es ändert sich auch. Und es ist wir sagen immer, es ist eine Reise und das ist so das Wichtige. Ja. Herr Münke-Svensson, Sie vielleicht eine kurze Fehler, ja? Genau, also einmal genau, die Reise ist eigentlich wirklich das, was wir auch haben, also wo man einfach sagt, es ist kein stehendes Ziel, es ist wirklich was, wo man drüber lernen muss. Ich hatte das letztens gehabt, dass mich jemand angerufen hat, ich hatte Daten abgefragt und hat mich jemand angerufen, ich habe aber dies und dies vergessen. Und das war wirklich nur eine Kleinigkeit, wenn man sich das Ganze angeguckt hat. Aber man hat irgendwie gemerkt, dadurch, dass diese Person jetzt schon, also wirklich das erstmal mit diesem Thema beschäftigt hatte und wir es auch erklärt hatten, worum es eigentlich ging, man hat wirklich gemerkt, der hat sich jemand nochmal mit beschäftigt und war so, das war noch nicht das, ne? Ist das jetzt groß gewesen oder klein? Die konnten das gar nicht richtig einschätzen in dem Moment. Aber dann ging es einfach, das zu überwinden, auch zu sagen, ich glaube, da fehlte noch was. Und dann haben wir es nochmal durchgesprochen. Das ist ja der erste Schritt, wo man auch gemerkt hat, die haben sich wirklich damit nochmal beschäftigt. Das war nicht nur einfach ein Abliefern von irgendwas, was man beauftragt hat, das möchten wir gerne, das ist wichtig für das Unternehmen, sondern die haben sich wirklich damit beschäftigt. Und sind dann nochmal wieder reingegangen, haben sich nochmal weiter beschäftigt mit diesem Thema und haben gesagt, okay, da war irgendwie ein Fehler drin, glaube ich. Und dann, das passiert. Ne? Das ist einfach so, das passiert. Das war so, also wirklich erfrischend, dass ich mir gesagt habe, jetzt, das muss ich nochmal neu bewerten hier. Und dann einfach zu sagen, das passt schon, wie es jetzt so ist. Ne? Das können wir immer nochmal nachjustieren, aber einfach auch einzugestehen, Das musste ich auch sagen. Das ist das passiert. Also ich hätte es auch nicht gefunden, aber jemand hat sich akribisch nochmal hingesetzt und hat es nochmal aufarbeitet. Das ist einfach, aber die Fehlerkultur in diesem Bereich muss sich, glaube ich, noch einstellen. Auch, also ne, es gibt halt dieser Datensachen, das ist eine Sache, aber große Investitionsprojekte ist natürlich immer noch eine andere Frage.
Ne? Da ist natürlich, da ist die akribische Arbeit immer wichtiger. Vielleicht also, noch zum Schluss, ja, Fehlerkultur. Ja, zwei Dinge. Fehlerkultur natürlich, weil Nachhaltigkeit hat ja zwei Extreme. Das eine ist der Aktionismus von allen uns, weil wir wollen jetzt was machen. Tschakka. Ja. Und das andere ist die Suche nach der Weltformel. Ja. Wo es heißt, wir müssen erstmal über nachdenken und alles ist so komplex. Mhm. Und das ist dann die Starre, ja, was dazu führt, die Paralyse, die man dann erlebt. Und zwischen diesen beiden Extremen ist irgendwo die Realität. Mhm. Und was ich halt wichtig finde, ist die Motivation der Mitarbeiter zu nutzen, aber vorher bitte einmal zu analysieren, was sind die materiellen Themen, was sind die Schwerpunkte, in welchen Prozessen wird wirklich die Nachhaltigkeitsleistung entschieden, wo müssen wir was verändern und dann bitte den Fokus auf diese Bereiche und nicht die Plastikbecher in der Kantine zu optimieren, ja, die zwar natürlich muss man vielleicht auch machen, weil Symbolpolitik, und wir lernen ja gerade, wie wichtig Symbole sind, okay, Haken hinter, aber de facto muss man die wichtigen Dinge ran und die sind leider sehr schwer oft. Mhm. Ja, wir sind auf einer Reise. Hier sind wir schon wieder am Ende, aber bei dem Thema auf alle Fälle auf einer Reise. Und ich finde ehrlich gesagt auch nach dieser Stunde jetzt mit Ihnen so ganz beruhigend, dass das Thema insgesamt sehr viel weniger schwammig ist, als man auch allgemeinhin so denkt, sondern es gibt Parameter, die man messen kann. Es gibt Daten, ja, man kann über die Qualität manchmal streiten, aber es gibt wirklich feste Punkte, an denen man sich orientieren kann, wie man sich auf diese Reise machen kann. Und das finde ich auch total beruhigend, weil sonst wäre es nämlich schwierig, wenn wir nämlich nur, wie Sie sagen, Herr Holz, vormittags nur im Chakra sind und irgendwie denken, wir retten die Welt und nachmittags kommen wir dahin, wir wissen gar nicht, wie wir es machen, dann kommen wir eben auch nicht weiter. Herr Münkes-Wenzen, Sie hatten in Ihrer Präsentation eine Folie, da stand Werte und Nachhaltigkeit als innere Haltung. Das scheint mir irgendwie wichtig und ist dann auch ein gutes Schlusswort für diese Runde. Herzlichen Dank Ihnen dreien für die Einsichten, die Sie uns auch gegeben haben, Ihr eigenes Unternehmen und in dem Spannungsfeld, in dem Sie sich da bewegen. Vielen, vielen, vielen Dank. Auf eine Sache möchte ich Sie alle gerne noch aufmerksam machen, und zwar ist das diese Initiative Verantwortung. Manche von Ihnen kennen Sie sicher schon. Es ist eben die Initiative aus der FAZ-Gruppe und ein Netzwerk mit diversen Plattformen für Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir möchten zeigen, dass unternehmerischer Erfolg und Nachhaltigkeit, das haben wir jetzt ja auch hier wieder hoffentlich gezeigt, eben keine Gegensätze sind. Da engagieren sich schon heute führende Unternehmen. Wenn Sie da Partner werden wollen, können Sie auf den Plattformen der Initiative präsent sein, beispielsweise in dem Magazin Verantwortung, das es auch gibt auf der großen Fachkonferenz, oder eben auch bei einem unserer Verantwortungswebinare, wie auch das Event, bei dem Sie heute waren. Also machen Sie da gerne mit, werden Sie Teil eines engagierten CSR-Netzwerks, und wenn Sie da Interesse daran haben, dann melden Sie sich gerne bei Frau Schulig, bei der haben Sie sich auch für dieses Webinar angemeldet. Ihnen drei nochmal ganz herzlichen Dank für die muntere Runde, den Zuschauern vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald mal wieder. Tschüss. 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 Danke. Tschüss.